Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr euch gerade dieses Video anschaut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Osek zockt Blasphemous. Die letzte Folge war ein Meilenstein. Das hier ist ein zentraler Hub, wo es ein Mea Culpa gibt, eine Schnellreisestation. Hier konnte ich meine Perlen auffüllen, meinen Rosenkranz auffüllen. Und es gibt hier einen Abbitte-Dienstleister. Und total viele Schreine nah aneinander, irgendwie total unnötig eigentlich. Naja, egal. Auf jeden Fall, die Bruderschaft der stummen Trauer hat mir diesen zentralen Hub hier, zu dem ich immer wieder zurück kann, gegeben. Und ich habe im Aufstieg der Klage silberne Lungen gefunden. Und ich bin immun gegen das Gift jetzt. Ist das nicht geil? So, und jetzt ist das ganze Gebiet schon wesentlich entspannter. Aber ich nicht. Zack. Krieg ich 3 Schüsse hin? Ich glaube ja. So, ab mit dir. Gollum. Ich will hier keiner. Tschüss. Euch beiden Glockengeister, euch lasse ich mal in Ruhe. Dich hole ich mir. Komm her. Ich sagte, komm her. So, jetzt kann ich den Gollum hier jetzt noch umlegen. Hier nach unten. Oh, ist das schön, jetzt mir keine Sorgen mehr drum machen zu müssen. So, und ich kann jetzt auch hier nach unten. 2 Glockies. 2 Glockies und 2 Gollumse. Das sollte kein Problem darstellen. Vorsicht. 1, 2. Hoch. Weiterer Knochen. Oh, ein weiterer Knoten. Auch gut. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig, als dass ich dann wieder jetzt zurückgehe und mir den Knoten hole. Ich gehe weiter nach unten. Gott sei Dank habe ich euch schon besiegt. Ab nach unten. Komm her. Oh, das ist cool. Während ich am Parieren bin, bin ich quasi unsterblich. Wo bist du? Wo ist der Nächste? Ihr wart doch zu zweit. Noch einer hier? Nö. Strange. Ich könnte noch weiter nach unten oder hier nach rechts. Ich glaube, ich gehe weiter nach unten. Ja. Sieht besser aus. I don't want you. Okay. Geht's hier weiter nach unten? Nee, aber es geht hier nach rechts. Oh, jetzt habe ich immer Schiss, dass es... Oh, wer bist du? Wollt ihr euch mit dem Öl der Pilger salben? Salbt mich. Maximale Inbrust wurde erhöht. Nice. Mehr Mana. Geil. Cool. I like it. Bring hoch. Gut. Und hier kann ich Gesundheit wiederherstellen. Jawohl. Wunderbar. Mehr brauche ich doch gar nicht. Okay, cool. Ab nach oben. Lalala. Komme ich überhaupt hoch? Ja. Hallo Gollumse. Wo will ich hin? Nach unten? Ja. Komm her. Komm, Geisti.
Ey, jetzt ist das Gebiet einfach nur so, was heißt easy, aber es ist einfach viel angenehmer zu spielen. Will ich weiter nach unten? Ich behaupte fast, ich kann hier noch nichts machen. Ich brauche erstmal das Dornenwerkzeug dafür. Vielleicht gibt es hier unten. Das sieht mir nach einem Boss aus. Ja, das sieht mir nach einem Boss aus. Dieser Weg ist mir definitiv zu lang zum Runtergehen. Ich will gucken, ob es hier einen Schrein gibt. Falls das ein Boss ist. Kann auch sein, dass es einfach irgendein NPC ist. Ich möchte einen nahen Schrein haben. Und ich möchte vor allen Dingen... Ja! Ach, Leute, Leute. Ich spiele schon viel zu lange. So, und hier ist die Alte, die sagt, ey... To the wrinkles of my skin. The hair that grew silvery or my trembling legs. Our pact has yet to be concluded, as has your arduous enterprise. Ich wollte gerade eben sagen, es müsste eigentlich noch die alte Oma, die mich heilt, noch irgendwo hier auftauchen. Dann weiß ich, dass ein Boss in der Nähe ist. Penitent One, will so be it. Ja, bitte. Jetzt ist die Frage, ist der Boss links oder ist der Boss unten? Ich würde sagen, ist der Boss rechts oder ist er unten? Ich würde sagen, er ist rechts, deshalb gucke ich mir jetzt erstmal an, was es unten gibt. Vielleicht das Wurzel-Item? Who knows? Ihr habt keine verfügbaren Opfer. Ihr habt keine verfügbaren Opfer. Was ist das für ein Ei? Ihr habt keine verfügbaren Opfer. Ich habe keine Opfer. Kann ich das hier nicht opfern? Hier? Überreste des Haars, der Tendudia? Oder die fleischlichen Überreste? Okay. Na gut. Ja, hat sich das erledigt. Dann bin ich mal gespannt, was, was für ein Boss in hier in dem Gebiet ist. Ich habe, by the way, ich spiele das Spiel komplett blind, also ich habe keine Ahnung, wie... Doch, ich habe einmal von dem Trailer habe ich noch so einen Boss gesehen, der sah aus wie ein Kind mit verbundenen Augen, so ein Baby. Also eins der Babys, die sich immer befreien, nur in riesig. Vielleicht ist es ja das hier. Mal sehen. Let's go. Oh nein, es sind... Erinnert mich so ein bisschen an Hollow Knight. Vorsicht, Vorsicht. Wie Anguishes. Okay, ich muss quasi stetig... Aua. Ups. Okay. Es ist ein Level, das quasi Kampf- und Jump'n'Run-Passagen vereint. Okay. Kann man machen, kann ich mitleben. Let's go. Ja. Alles gut. Vorsicht. Wieso kann ich da nicht hochspringen? Kann ich. Vorsicht. Ganz ehrlich, erinnert mich ein bisschen an die Mantis Lords von Hollow Knight. Kommt her. Kommt her, meine Süßen. Ausweichen und... Ja. Aua. Vorsicht, spring hier ran. Der wird mich jetzt... Der wird jetzt auf mich schießen. Ja.
Vorsicht! Ah, zu spät gesehen. Interessanter Boss auf jeden Fall. Sollte nicht allzu schwer werden. Aua, sagt er jetzt. Trink. Warte, Vorsicht. Trink jetzt. Kannst du mal aufhören zu schießen? Oh, was passiert jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Sek. Nein! Nein, nein. Okay. Okay, 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 okay. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Die letzte Phase des Bosses muss ich nochmal ein bisschen beobachten. Aber es sollte nicht allzu schwer werden. Let's go. Na? Falsch. Der hätte springen sollen. Vorsicht. Vorsicht. Oh, okay. Heil mich bitte, Alter. Heil mich. Heil dich. Okay, Vorsicht jetzt. Yo, dieser Schaden. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Achte einfach drauf, wo die, achte einfach drauf, wo die Säulen herkommen. Raus. Ich hab sie. Nicht so schlimm. Das Antlitz, das verbrannte Antlitz war immer noch am... Oh, ich wollte gerade sagen. Okay. Ich dachte, ich muss ihn nochmal besiegen. Das verbrannte Antlitz hier, die Dame, war bisher der schwierigste Boss. Cool. I feel fortunate to partake in this victory. Before I depart, I want these words to accompany you, so that you remember our pact. Zarabanda des sicheren Hafens. One in silence. Now resume your journey. Cool. Die Oma hat mir, glaube ich, ein Gebet gegeben. Nein, stirb nicht. Oh no. Ich wette, das ist ein Gebet, was mich heilt. Zarabanda des sicheren Hafens. Lied, das die Mauern heiliger Räume segnete. Beschwört einen körperlosen Schild, der Feinden Schaden zufügt und manche Geschosse zerstört. Oh, das ist ja cool. Zarabanda des sicheren Hafens. Unser Trost erweckt aus Schmerz, unser Trost erweckt aus Strafe, unser Trost kennt keine Vergebung, unser Trost schenkt keine Erlösung. Deshalb stimme ich dieses Lied an, darum ist mein Herz voller Trauer. Trauriges Lied. Trauriges Lied. So, auf zum letzten Traum. Die letzte Wunde abholen. In the name of the great ordeal and the sons of the miracle. May the gold in my visage melt and erase the contrition of your soul. Ha!
heart of guilt, return now from the dream. Heilige Wunde der Reue. Oh. Jetzt geht's nach Anor Londo. Heilige Wunde der Reue, Zeichen des goldenen Antlitzes, das die Reinheit der Reue in der Seele des Büßers enthüllt. Geheiligtes Glaubensbekenntnis, Vers 2. Das Mirakel formte die goldenen Antlitze aus der reinen Inbrunst der unverdorrten Heiligen, um sie auf ewig im verbotenen Traum zu bewahren. Drei identische Gesichter, bedeckt vom heißen Gold, sind die Wächter von drei Wunden in der Seele seiner Heiligkeit. So, jetzt habe ich alle drei Wunden. Ich kann hier hin. Da werde ich auch gleich hingehen. Erstmal will ich schauen, was es hier rechts gibt. Hallo, mein Freund. You have been allowed to meet the visage of contrition. Penitent one in silence. After bowing before the holy custodian visages, the door at the end of the Bridge of Calvary has been opened. Traverse now its thresholds under the strict eye of His Holiness. We penitents carry such guilt that perhaps the affliction is giving us a second breath. But be wary. Amongst prayers, it might silently come creeping to us one day. Sorrowful be the heart. Okay. Ich bin wieder in der entweihten Zisterne. Okay. Oh mein Gott. Ist die groß? Moment, ich will erstmal rechts lang gehen. Hallo! Ich werde dir ein Schwert rausziehen. Take the next of my deep pains. Mehr Gesundheit. Cool. Gut, dass ich das gemacht habe. So, dann ab nach oben. Da gab's ein Item. Ich frage mich, wie... Moment. Lass mich mal hier runterfahren. Was ich mich frage, wenn ich jetzt hier den, wenn ich jetzt hier runterspringe... Kann ich hier drauf springen? Nein. Ich will mal etwas ausprobieren, und zwar hochfahren, runterspringen. Was kann mir schlimmstens passieren? Schlimmstens wache ich hier wieder auf, ne? Wenn ich tatsächlich sterben sollte. Ja. Und wenn das klappt, dann kann ich das auch hier probieren, weil hier gab es auch auf dem Weg noch hin. Okay, also es klappt nicht. Ich muss irgendwie anders dahin kommen. Gut. Och, die arme Alte. Okay, aber immer wieder was gelernt. Nicht schlimm. Das war für die Wissenschaft. Kann ich jetzt hier unten noch irgendwo lang? Nee. Hol den Aufzug. Fahr hoch. Weil ich kann nicht aus dieser Animation hier raus. Ist nicht wie bei Dark Souls oder bei Hollow Knight, dass man quasi in dem Aufzug sitzt und sich dabei noch bewegen kann. Naja, mal sehen. Zack.
eine neue Abkürzung. Oh, Zombies. Entschuldigung. Geht's hier vielleicht weiter? Nein. Okay. Dann hole ich mir das Baby. 12 von 38. Ich habe zwar schon fast alle Knochen gesammelt, aber noch arg viele Babys fehlen mir. Deshalb bin ich mir jetzt noch wirklich eigentlich ziemlich unsicher, was, wie weit ich mit diesem Spiel jetzt schon bin. Ich gehe mal nach Albedo, guck mal, was da noch so Neues gibt. Geht's hier nach Albedo? Ja. Hoch. Habe ich irgendwas für meinen Kumpel hier? The miracle is taking us away, one after the other. Could we avoid this fate that is imposed on us from the high wills? Okay. Ich guck noch gerade noch mal, was es draußen gibt, weil hier in dem Brunnen muss es doch noch irgendwas anderes geben. Das war in der ersten oder zweiten Folge, dass ich zuletzt da drin war und ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, was es hier drin gab. Bring me anything that can be blessed, so you might crush this fate of mine and let me cross to the other side of this. Bring me. Okay, da gibt's anscheinend nichts, was gesegnet werden kann. Okay. Also, hier kann ich Sachen segnen lassen. Hier unten kann ich Opfergaben bringen. Was auch immer das alles bedeuten mag. Pass auf, ich nehme das Portal. Beziehungsweise, ja doch, klar. Ich nehme das Portal hier hin und gucke, ob es hier in den Randbezirken weiter rechts, also rechts noch weitergeht. Wenn es hier nicht weitergeht, dann gucke ich, ob es hier in der Zisterne weitergeht. Hier unten und hier. Weil das kann ich mir eigentlich relativ gut vorstellen. Alter, weil ich ja jetzt, die Zisterne hat ja auch ein bisschen mit Gasproblemen zu kämpfen. Und ich kann das ja jetzt atmen. Also, macht das Sinn. Right? Ab in die Träume des Erbarmers. Ja. Ah, das Gebiet war das. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Vorsicht. Vorsicht. Mein Gott. Okay. Hier geht's schon mal nicht weiter. Dann ab nach links. Ist das korrekt? Ist das korrekt? Will ich da hin? Nein, ich will einen höher. I'm sorry. So, hier wird jetzt gerastet. So, und dann, genau, gehe ich nach links. Hier war der eine Boss, und zwar der Wurzelknorrer. Wie auch immer der hier nochmal hieß. So, jetzt bin ich wieder in der Zisterne. Jo, und ich gehe jetzt einfach links runter. Ja. Let's go. Ey, wäre ich doch einfach mal früher dahin gegangen. Ich
Ich bin aber auch ein Trottel. Gut, ab nach oben. Maximale Gesundheit am Start. Was gibt's hier außer Schleimzombies? Ups. Gibt's hier eine Abkürzung? Nein. Okay. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Cool, das war das Gebiet, wo ich nicht durchkannte. Aber ich gibt's hier nicht einfach nur ein Item, sondern Progress. Achtung! Spring da hoch! The fuck? Halt dich... Spiel? Oh mein Gott, dieses Spiel manchmal. Das heißen, ich... Moment. Das heißt, ich kann da nicht hoch? Kriege ich irgendwann einen höheren Sprung? I don't get this. Okay, vielleicht komme ich einfach hier nicht weiter. Okay. Ich verstehe. Wahrscheinlich kriege ich irgendwie einen Doppelsprung oder sowas. Und dann komme ich hier weiter. Gut. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann sage ich Ciao Ciao Cescu, zisterst du. Und gehe hier hoch? Ja, ne? Oder? Oder soll ich hier hochgehen? Nee. Ach, ich hätte da oben auch lang gehen können. Das macht mehr Spaß als da unten im Wasser. Badam, Zappadi, Zappa, ups. Geh mir weg. Du scheußlicher Herold. Dude, ich habe jetzt so viel Leben. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Komm, verpisst euch. Wee. Was gab's hier oben? Ich vergesse, dass ich diesen Rutschangriff habe. Wee. Was gab's hier? Hier gab's die rote Wachskügelchen. Ich muss einfach nur nach oben, korrekt? Ja. Ups. Auf geht's, steig auf, oh Sieg, los geht's. So, in der Ödnis. Lass mich in Ruhe. Ich habe schon oft genug gegen euch alle gekämpft. I don't want you anymore. Ich will nach hier. Schön unten lang. Perfekt. Das haben die relativ gut gemacht, wenn man, dass man diese kurzen Schleichwege hat. Wenn man einfach nur schnell ein Level durchrennen wird. Außer natürlich hier oben. Bäh. Da haben sie es natürlich nicht gemacht.
Oh, muss ich gegen dich kämpfen? Estras! The fuck is wrong with you? Holy moly. Kann er mit Sicherheit... Vorsicht. Komm her. Durchdodgen. Ich war jetzt überhaupt nicht auf meinen Bosskampf eingestellt, muss ich ehrlich sagen. Okay, der countert mich auch. Vorsicht. Aua. This guy. Ah, spring rüber. Nein, dodge. Spring rüber und dodge. This guy's hard. Okay, Vorsicht. Spring rüber und dodge. Ah. Wenn er mir mit diesem Move kommt. Oh, oh, holy. Holy! Auf jeden Fall einer der schwierigen Boss. Also ein schwieriger Boss. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ey. Der hat Moves drauf. Holy. Spring? Ah, das Überspringen reicht nicht ganz. Komm her. Oh. Kann er bestimmt stunlocken. Oh, scheiße. Ah, okay. Okay, okay. Cool. Cool. Cooler Boss. Aber... Soll ich den noch diese Folge machen? Ja, ich mache den noch diese Folge. Das wird eine lange Folge wieder, Mädels. Das wird eine lange Folge. Ich hab Bock da drauf. Komm her. Komm her, Kollege. Spring drüber. Dodge das. Hol dir deinen Geist wieder. Spring drüber. Dodge. Ah, knapp. Boah. Gut. Dodge. Na. Trink. Spring. Dodge. Nochmal. Okay. Alles. Spring. Ich muss früher springen. Ach Gott, verdammt. Oh mein Gott. Oh, man kann das, Das wäre echt tricky, Ozek. Oh mein Gott, ey. Wie oft sage ich eigentlich oh mein Gott in diesem Spiel? Ich meine, es passt irgendwie, aber... Raus. Spring. Schön. Spring drüber. Dodge. Ah, knapp.
reingerutscht. Vorsicht, drück dich. Hat er mir gegeben. Fast. Drück dich. Wow, ist der schwer. Ah. Schwieriger Boss. Das gefällt mir. Jungs und Mädels, stellt euch auf eine lange, lange, lange Folge ein. Hol dir. Dieser Move geht mir auf den Sack. Den kann man so schlecht dodgen. Der trifft mich trotzdem. Der trifft mich zweimal. Ah, hätte ich durchtauschen sollen. Ach, verdammt. Oh, oh. Halb so schlimm. Boah. Ich weiß, was ich machen werde. Ich werde mir die Perle reintun, die mir Schutz gegen Blitz gibt. Ja, das werde ich tun. Oh Gott. Ich hab doch gepariert. Halbe Legion, die geht ja voll zur Arbeit. Okay. Planänderung. Oder nicht? Nein, keine Planänderung. Ich muss das so hinkriegen. Einen Weg gehen, wie ich dem Spin-Move besser ausweichen kann. Springen. Ja. Okay, ganz einfach. Indem ich einfach zwischen den Blitzen stehe. Nein. Springen. Blitzen? Okay. Auf Vorsicht. Zwischen den Blitzen? Gut. Hey. Läuft viel besser, wenn ich jetzt nicht so ein Idiot bin. Zwischen den Blitzen? Gut. Komm her. Spring hoch. Zwischen den Blitzen. Sehr gut. Sehr gut. Spring hoch, zwischen den Blitzen. Sehr gut. Okay. Hochspringen, zwischen den Blitzen. Alter, so viel einfacher. Hochspringen, zwischen den Blitzen. Komm her.
Raus! Ah, schlecht. 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 Gib mir die Zeit. Jetzt habe ich Zeit. Dodge. Vorsicht. Ah, okay, ich muss noch lernen, diesen Move zu sehen. Glück dich. Er macht den. Scheiße, verdammte. Das macht deinen Spin-Move überhaupt gar nicht mehr. Was zum... Jetzt hat er den Spin-Move wieder gemacht. Trink. Aggressiver Ozek. Oh, ich bin so ruhig, es tut mir leid. Okay. Ich muss lernen, die Moves ein bisschen besser zu unterscheiden. Was mich jetzt gerade eben richtig geäfft hat, war dieser Move, wo er ganz kurz abwartet und dann erst quasi diesen Uppercut macht. Jetzt in der Anfangsphase macht er ganz, ganz oft den. Jetzt schon wieder. So, der ist easy. Komm her. Phase von ihm habe ich inzwischen raus. Die erste Phase habe ich raus. Bring hier hin. Hier kann man ihm dann nochmal gut geben. Da ist der Move wieder. Da, den halte ich nicht durch. Vorsicht. Trink zweimal. Zwei oder dreimal. Noch einmal. Nicht gut. Andere Seite. Nicht gut, Ozek. Oh mein Gott. Das war schon gut, das war schon viel besser. Ich hab den... Oh mein Gott. Ah! Oh! Ja, gut! Nein! Doch, okay. Doch. Nicht nein. Das größte Problem, was ich jetzt habe, ist... Falsch. Oh. Das größte Problem, was ich habe... Nein, doch. Das größte Problem, was ich habe, ist,
Dass ich den Uppercut, den verzögerten Uppercut mit dem Blitz und den normalen Uppercut noch nicht wirklich unterscheiden kann. Komm her. Oh. Gute Kombo. Papier. Ach, verdammt. Bleib hier hinten. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ach, dieser Uppercut. Genau dieser Uppercut meine ich. Da macht er seinen Schlag. Der ist auch hart. Vorsicht. Ach Gott, verdammt. Trink. Okay. So, spring hier rüber. Nein! Hat mich noch niemals getroffen! Verdammt. Nein! Warum bist du so greedy, Ozek? Warum dodgst du auf die Seite? Genau auf die Seite musst du dodgen. Vorsicht. Genau auf die Seite. Gib ihm. Oh mein Gott, was ist das für ein Move? Du willst mich doch verarschen. Das ist nur noch unfair. Ach, das ist doch unfair. Was ist das für ein Boss, bitte? Ich probier's jetzt noch, bis das Video eine Stunde lang ist. Ups. Ich probiere es noch, bis es wieder eine Stunde lang ist und dann überlege ich, wie ich es optimieren kann. Spring hoch, warte. Nein, ich habe mich im letzten Moment bewegt. Schlecht. Schlecht. Was tust du da? Ozek. Trink. Er macht noch nicht viel. Jetzt macht er was. Alter! Ich stand doch dazwischen! Er blockt mich. Ich bin so dumm. Warum heile ich da? Jetzt kannst du heilen. Spring hoch. Geh dazwischen. Gut. Lass ihn kommen. Sehr gut. Lass ihn kommen. Ah, schade. Ja, jetzt kannst du heilen. Oh, der ist so schnell.
das ist okay. Ein Feind ist. Das. Jetzt habe ich es halbwegs raus, wann er diesen Move macht. Ich will diesen. Ich will erstmal diesen Engel umlegen. Okay. Ich taste mich immer weiter vor. Ich hab den Uppercut, den verzögerten, habe ich jetzt raus. Den habe ich jetzt raus. Oh mein Geist. Was mache ich da? Bin ich eigentlich behindert? Oh mein Gott, ey! Bring hier rüber. Warte. Gib ihm. Spring hier rüber. Warte. Gib ihm. Spring. Ey, wenn ich diesen Boss besiegt habe, dann... Ich würde das Spiel mal gerne sehen, wie das Speedrunner spielen. Bring hier rüber, warte. Okay, jetzt kannst du trinken. Soweit habe ich ihn ausgeguckt. Vorsicht, okay, jetzt kommt die Phase, wo er seine Kackangriffe macht. Vorsicht. Komm, jawohl. Genau den will ich sehen. Das war der Angriff, vor dem ich am meisten Schiss hatte. Jetzt will ich ihn sehen. Soweit reicht er nicht. Bis hier. Gib ihm jetzt. Oh oh. Ich kann nicht mal heilen. Nein! Oh, das war so knapp. Okay. So wie ich das... ich hätte auch einfach meinen Fernkampfangriff nehmen müssen. Okay. So wie ich das richtig verstehe... So wie ich diesen Boss jetzt richtig verstehe, ich kann dem Engel keinen Schaden zufügen. Wie ich den Boss richtig verstehe. So. Ah, ich habe mich bewegt im letzten Moment. Schlecht, Osek. Die
erste Phase stellt fast überhaupt gar keinen Bon, sagt er und lässt sich natzen. Okay. Mann! Eben keinen Schaden gemacht. Können wir das einmal mal sagen? Na! Wollte ich es nochmal wissen. Okay, jetzt kannst du trinken. Komm hier hin. Neue Moves. Gib mir den Move. Danke. Ah, schade. Letzte vergeigt. Nicht schlimm. Jetzt sollte ich im Prinzip eigentlich keinen Schaden mehr nehmen. Okay, ich trinke die auch nochmal. Komm her. Ja, gib mir den, aber weiter in der Mitte, bitte. Trink. Nein, nicht gut, Ozek. Gut. Nein, falsche Richtung. Okay, Engel kommt. Let's go. Richtig, 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 richtig. Nein, falsch. Richtig. Engel kriegt auch Schaden. Engel kriegt Schaden? Ich konnte es nicht beobachten. Vorsicht, trink. Noch einmal. Noch einmal. Ja! Verdammt nochmal! 58 Minuten. Puh. Alter, habe ich mich da einfach nur durchgetankt am Ende? Taranto an meine Schwester. Neues Gebet. Taranto an meine Schwester. Bittgebet an die Stürme, gesungen von bebenden Stimmen aus trockener Kehle. Beschwört lodernde Strahlen, die die Wolken durchstoßen und nahe Feinde niederstrecken. Geliebte Schwester, verlass mich nicht, denn ich trage dich in meiner Brust. Geliebte Schwester, lass mich nicht bluten, denn dein Blut fließt durch meine Adern. Geliebte Schwester, überlass mich nicht der Stille, denn ich trage dich in meinem Herzen und meinem Gesang. Tolles Gebet. So. Oh. Ja. Rasten. Danke. Erheben. Und... danke fürs Zuschauen. Mein Gott, was für ein Boss. Am Ende hat er Spaß gemacht, als man ihn ein bisschen raus hatte. Und ja, Völkchen hat jetzt eine Stunde gedauert. Das reicht, das ist okay, das ist in Ordnung. So lang war die Folge ja auch ungefähr beim Dame des verbrannten Antlitzes. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Abonniert den Kanal und drückt auf die Klingel, damit ihr wisst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.